Gold, Silber und Bronze gehen an das erste Feriencamp vom Sportclub Magdeburg, das mehr als 100 Kinder in den Sommerferien glücklich macht und nachhaltige Erinnerungen an fantastische Ferien schafft. Das Ziel wird erreicht über Spiel, Spaß, Sport und natürlich Wettkämpfe. Für die betreuenden Trainer ist die Arbeit mit dem Nachwuchs dabei nicht nur eine Ferienbeschäftigung, sondern pädagogisch wertvolle Zeit. Weil ich immer mehr merke, dass die Kinder motorisch nicht mehr so fit sind, nicht mehr so gefördert werden und dass die Bewegungslandschaft von den Kindern immer geringer wird und kleiner. Und ich möchte einfach die Bewegung wieder den Kindern näher bringen und dass die Kinder wieder mehr Spaß an der Bewegung haben und einfach wieder mehr rausgehen, sich bewegen und weniger vor den ganzen digitalisierten Medien sind. Über ein breit gefächertes Angebot im Feriencamp gibt es hier auch keinen Grund, überhaupt an digitale Medien zu denken. Neben den Disziplinen der Leichtathletik geht das erste SCM-Feriencamp mit Volleyball, Handball und Bobtraining an den Start. Direkt nach der Führung durch das Stadion vom 1. FC Magdeburg darf dann das Fußballtraining auch nicht fehlen. Jeden Tag eine andere Sportart direkt nach dem täglichen Leichtathletiktraining. Und mittendrin immer mal ein Special Guest als Highlight, der die Sache hinter dem Feriencamp zu 100% unterstützt. Gerade in unserer Sportstadt, wo es halt so viele verschiedene Disziplinen gibt, ist es halt genial, dass dieses Jahr das SCM-Feriencamp stattfindet, in dem halt die Jugendlichen über den Tellerrand mal schauen können, was die Sportstadt alles zu bieten hat. Und das nicht nur auf den Leichtathletik bezogen, sondern auch auf den Fußball. Und somit halt vielleicht in den Genuss kommen, sich in Verein einzuschließen und irgendwann mal eine große Ikone für unsere Landeshauptstadt Magdeburg werden. Ist eine ganz, ganz tolle Sache, dass jetzt zum ersten Mal auch ein Feriencamp stattfindet und gleich mit zwei Runden und das auch so gut angenommen wird. Das zeigt auch, dass der Bedarf da ist. Und natürlich wäre es optimal, wenn man darüber dann auch den Nachwuchs für die Leichtathletik begeistern kann und einfach wieder ein bisschen breiter aufgestellt ist, was so die Nachwuchsarbeit angeht. Und dieses Engagement mit dem Feriencamp trägt bereits erste Früchte. Mehrere Teilnehmer haben sich schon für die Leichtathletikabteilung entschieden und sind von nun an offizielle Mitglieder beim SCM. Anlass für das Camp waren vermehrte Anfragen von Eltern, ob eine Betreuung seitens Verein in den Ferien gewährleistet werden könnte, aufgrund von Schließzeiten in Schulen und Horten. Nachdem engagierte Trainer zur Betreuung, motivierte Sponsoren und ein Konzept für tägliche Angebote gefunden waren, hieß es Startschuss für das Feriencamp. Und das sagen die Experten über das erste erfolgreiche Event, von dem eine Fortsetzung in den nächsten Sommerferien angedacht ist. Ich fand's wirklich gut, weil ich liebe Leichtathletik und sowas und Sport. Ich habe auch viele Freunde gefunden. Ich mag das SCM-Feriencamp, weil man hier so viel machen kann und so viele neue Sachen entdecken kann. Ich fand das Handball am besten richtig gut, hab ein paar Freunde gefunden, war richtig schön. Wir haben ganz viele Punkte gekriegt und so. Ich fand da alles gut und ich fand es gut, weil ich kannte auch da schon ganz viele. Und dass wir heute noch Medaillen kriegen, das fand ich cool. Wie gefällt euch das SCM-Camp? Mir gefällt das SCM-Camp, weil man neue Freunde findet. Also mir gefällt es gut und meine Lieblingssportart, die ich hier hatte, war, oder die mir halt am besten gefallen ist, war Bob. Weil es so schnell war. Wenn man das anschiebt, finde ich das eigentlich ganz cool.